Hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Monster Hunter Rise. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Das kann lustig werden. So Leute, heute ist die Gift-Quest an der Reihe. Ich freue mich überhaupt nicht. Der Camellus ist nämlich das, was mich immer zur Weißglut getrieben hat, weil er sich ja ständig hier unsichtbar machen kann. Wo ist er? Hilfe, ich habe ihn verloren. Da ist er. Ich feuer dich von hier oben, Mann. Ich habe auf den nämlich eigentlich überhaupt keine Lust. Für diese Quiz habe ich jetzt übrigens das Schwert genommen, weil es bei dem absolut unsinnig ist, mit dem Gewehr drauf schießen zu wollen. Erstens hat er eine kleine Hitbox und zweitens macht er sich die ganze Zeit unsichtbar. Das ist mehr als nervig für einen Schützen, da treffen zu wollen. Er hat ihn einfach nur angeleckt und den reizbar gemacht. Hat gesagt, der ist lecker. Und ob man es glaubt oder nicht, diesen Schlimmel kann man abtrennen. Ich wusste beim ersten Mal nicht, dass man diesen Schweif abtrennen kann, als ich den gejagt hatte bei einem anderen Spiel. Ich wusste es tatsächlich nicht. Na, verdammt. Hab den dritten Rechner nicht mehr rausbekommen. Ich habe ein bisschen sammeln können. Ja, das Giftvieh. Das Ultra-Giftvieh. Ich habe vorgesorgt. Weißt du, ich werfe das Kräuterpulver schon. Dann halt nicht. Was weiß ich? Hinter mir. Das ist nicht richtig sortiert. Ich frage mich schon, warum sind die Dinger so kacke? Ach, das ist etwas Schönes. Um Zanni immer zu nerven, weil der sich bei Rauch ja noch mehr unsichtbar macht, habe ich immer Rauchbomben mitgenommen. Zanni hat sich so hart jedes Mal beschwert, wenn ich eine scheiß Rauchbombe geworfen habe. Genauso wie beim Nagakuga mit den Schallbomben. Ich mache das jedes Mal mit Absicht. Einfach nur, um Zanni zu nerven. Au. Nein, ich will die Karte nicht öffnen. Wo ist er hin? Nein, ich wollte ein Foto, wo der so halb unsichtbar ist. Der will wohl nicht mehr hier sein. Es ist so neblig, ich sehe nichts. Nein, ich will da nicht rein. Verdammt, genau der letzte hat natürlich nicht getroffen. Achso, da ist der. Ich wollte schon wieder ein Foto machen. Ich habe ihn rausgeprügelt.
habe ein Foto, wo er unsichtbar ist. Ich finde es aber auch so schön, dass die Entwickler dann gedacht haben, etwas einzubauen, womit du dem Monster hilfst, statt ihm zu schaden. Dass die extra an die Trolle gedacht haben, um denen einen Gefallen zu tun. Hallo? Ist er da nicht mehr? Ach, da ist er. Ich mag diese Unsichtbarkeit nicht. Aua! Aua! Ich hab vergessen, dass der Felsen schmeißen kann, wenn er seinen Schwanz auf den Boden haut. Ich auch. Ach, Blitzbomben machen ihn wieder sichtbar, ne? Ich hab keine Ahnung. Ich meine, das ist so wahr, dass Blitzbomben ihn sichtbar machen. Ich hatte einfach immer wild auf den einen. Achtung, Giftwolke. Ich wollte drüber springen, aber da war ein Schweif im Weg, der unsichtbar war. Ich mag Gift nicht. Verballer hier mein Gegengift, als wären es Zuckerbonbon. Ich weiß, wovon du redest. So, darf ich jetzt endlich? Ja, ich darf. Oh, mein roter Pollen ist geklaut. Der hat meinen roten Pollen geklaut. Der hat meinen Angriffsfluss geklaut. Und jetzt habe ich sie wieder. Rote Pollen? Ja, von den Irrlitzen. Ach so. Ich war gerade kurz am Nachdenken. Was meint er mit Pollen? Aua. Ich weiß nicht, was ich mir davon erhofft hatte, aber irgendwas muss es gewesen sein. Leute, der schlimmste Monster kommt noch nach dem hier. Kann dieses Scheißding mal endlich abgehen? Ich muss wetzen. Bitte lass mich in Ruhe, unsicher Sparer Spacko. Da ist er. Es ist schwer von ihm ein gutes Foto zu kriegen. Ich hab's abbekommen! Es ist ab! Ich hab den Stümmel abbekommen! Bitte wirf nicht nach mir! Mann, ich wollte ein Foto von ihm in der Giftbombe, während er so halb sichtbar ist. Okay, Lähmung bringt bei ihm nichts. Ist vermerkt. Ich hab's reitbar gemacht. Irgendwas in der Nähe? Ich sehe einen Anjanaf. Ich geh zum Anjanaf. Halt die Klappe. Ach, der macht nur einmal Zunge in die Luft bei den normalen. Sollen damit rechnen, dass er nur die Zunge rausstreckt? So, ich habe Mandra noch reitbar gemacht. Und damit prügel ich jetzt den Camellios. Sogar das perfekte Vieh gegen den, wenn man drüber nachdenkt. Ich bin ein bisschen Feueratem. Wenn er den mal einsetzt. Den macht er während dem berittenen Rächer, setzt er den. Der Rathalos wäre noch besser, weil er ihn bei fast jedem Angriff benutzt. Und nichts gebrochen. Naja, ein bisschen anderes noch Material. Ist auch was wert. Und da liegt sogar noch was bei mir. Hat hier die Nase abgehört, das Camellion. Ich warte mit den Fotos auch jetzt, bis die scheiß Nase kaputt ist, weil sonst kriege ich kein Halbfoto hin. Also, wo der so halb sichtbar ist. Ich treffe nie.
will auch nicht viel im Leben. Wollte nicht die Giftwolke, habe ich damit gemeint. Irgendeinen Trank ganz schnell. So, Kräutermedizin. Oh, die Kräutermedizin geht sogar für uns beide, glaube ich. Oder hast du gerade benutzt? Nein. Ah, okay, dann habe ich noch den Großraum, ohne dass ich es weiß. Ich wusste nicht mehr, ob ich den bei der Tigris-Rüstung drin hatte. Das war die Nase. Na, endlich! Ich glaube, das wäre jetzt eine von unseren Katzen. Weißt du, wir prügeln die ganze Zeit drauf und die Katze heimst den Ruhm ein. Er hat mir die roten Pollen gestohlen und mir dann mit der Zunge ins Gesicht gematscht. Super! Darauf stehe ich. Ich stehe aufs Zunge in meinem Gesicht, Leute. Was könnt ihr da machen, wenn ihr mich in Real trefft? Nein. Das war ein Witz. Ich stehe natürlich nicht da drauf. Sunny steht aber da total drauf. Er steht auf Zunge. Er lässt sich jedes Mal von meinen Hunden abschlecken. An den Händen. Erstmal wieder Kopfkino gefüttert. Mann, wieso kann meine Kamera so das Foto, ich mein Foto was rausgesuchtes haben, aber ich muss jedes Mal noch erstmal rauszoomen, wenn ich die Kamera aufmache. Ich warte gerade auf das perfekte Foto. Eins habe ich noch frei. Ich habe, glaube ich, bisher nur ein einziges gemacht. Ich habe entweder Rauchspeit. Ich kann kein weiteres Foto machen. Mein Album ist voll. Ja, das ist blöd. Ich glaube, ich muss das vom Rauch benutzen. Weil ich kein weiteres Foto machen kann. Das hatte ich auch noch nicht. Nur noch die Flügel sind intakt, ne? Mhm. Aber da kommt man nicht so gut dran. Halt nur wenn er liegt. Der Schütze käme da gut dran. Aber der hat generell Treffprobleme. Wegen der Hitbox von dem Vieh. Ja, die Blitzbombe macht ihn tatsächlich sofort sichtbar. Ich hab's gerade gemerkt. Die Blitzrakete von der Katze. Dann habe ich gemerkt, dass er die Blitzbomben überhaupt nicht ab kann. Er will fliehen! Ich mag das, diese die komischen Bomber-Jits zu benutzen. Wenn man die Haut fliegen, die los. Und explodieren. Wenn die den treffen, machen die wieder Schaden mit ihrer Explosion. Aua. Okay, hier sind noch. Ich hab den Scheiß zweimal abbekommen. Warum flieht er direkt zweimal? Der ist mir nur hinterhergelaufen, weil ich zu den Bomber-Jits gelaufen bin. Ich hab's noch hinbekommen. War so knapp am Ende der Leiste. Der Camellius ist aber, glaube ich, bisher der Schwächste, den wir in dieser Session gemacht haben, ne? Ja, das ist ja auch normal der erste, den man macht. Auf die Flügel! Ja, verdammt, fall ab. Ich bin schon wieder tot. Super. Genau so wollte ich sterben. Giftgas in meinem Gesicht. Und jetzt bitte kein Giftgas mehr in meinem Gesicht. Oh, dafür meinst du da was? Wo habe ich das eigentlich nicht gemeint? Ich wollte gerade ein Kräuterpulver werfen. Naja, Camellius ist tot. Ich muss hiernach erstmal meine Fotobox ein bisschen aufräumen. Naja.
Auf jeden Fall war es mit dieser Folge. Das ist das vorletzte Monster, was wir in Monster Hunter bekämpfen. Zumindest als du. Danach habe ich ja Stories vor und das weiß ich noch nicht, ob Stories eigentlich spielen, weil das hat ja auch eine Multiplayer-Kampagne. Ich weiß noch nicht, ob ich es mir hole oder nicht. Also, wenn er es sich holt, dann mache ich mit ihm wahrscheinlich Stories, weil bei Sunny brauchen wir nicht drauf hoffen. Ich habe den ersten Teil mal gespielt. Aber so berauschend fand ich es jetzt nicht. Ja, ist halt Monster Hunter nur als RPG. Aber ich will es halt spielen, einfach weil ich die Reihe auch liebe. Wahrscheinlich spiele ich im Laufe der Woche die Demo mal an und gucke mir das an und entscheide dann anhand der Demo.